Chakra-Meditation, Wurzelchakra, Muladhara, Becken aktivieren und nähren. Herzlich willkommen, so schön bist du hier, nimmst du dir Zeit für dich, für deine Auszeit in deiner Chakra-Meditation. Dein erstes Chakra, dein Wurzelchakra, dein Muladhara, Becken aktivieren und nähren. Es steht für Lebenskraft und Urvertrauen. Finde nun in deinen Meditationssitz, Schneidersitz, Halblotus, Lotus oder Schienbeinsitz, so wie es für dich in diesem Moment am angenehmsten und richtig ist. Sollten die aufgezählten Meditationssitze nichts für dich sein, setze dich bitte ungeniert auf einen Stuhl oder Hocker. Finde hier in deine Meditationsposition. Achte darauf, dass beide Fußsohlen nebeneinander vor dir auf der Unterlage ruhen. Und in beiden Fällen deine Wirbelsäule in einer Linie nach oben strahlt. Sobald du deinen Meditationssitz für deine Chakra-Meditation eingenommen hast und angekommen bist, atme hier tief über deine Nase ein, hinab bis zu deinem Steißbein und sanft über deinen Mund, vielleicht mit einem sanften Stöhner, gründlich wieder aus. Wiederhole dies 2-3 Mal ganz bewusst über deine Einatmung bis zu deinem Sitzhöcker hinab ankommen. Mit jeder Ausatmung über deinen Mund loslassen, Anstrengung, Gedanken, Emotion, To-Dos, Druck oder Erwartung. Einatmen, dich verwurzeln mit diesem Moment in deiner Chakra-Meditation, ausatmen, loslassen. Sobald du hier deine 3-5 tiefen Atemzüge genommen hast, lass deine Atmung wieder ganz natürlich strömen. Und nimm wahr, wie dein Atem in dich ein- und aus dir ausströmt. Sich dein Brustkorb mit deiner Einatmung sanft hebt und mit der Ausatmung sanft wieder senkt. Ganz ohne Anstrengung, ohne Beeinflussung und Erwartung. Erlaube es dir jetzt. Einfach zu sein, so wie du gerade bist, so wie es gerade ist. Ganz und gar in Frieden mit dir und diesem Augenblick. Ganz und gar harmonisch und natürlich, so wie dein Atem vollkommen natürlich in dich ein- und aus dir ausströmt. Auch Gedanken, die auftauchen sollten, schaust du an, nimmst du wahr, lässt sie aber weiterziehen. So natürlich weiterziehen, wie auch dein Atem kommt und geht. Ganz aufmerksam mehr und mehr ankommen in deiner Chakra-Meditation. Dein Wurzelchakra wecken, aktivieren und nähren. Dein erstes Chakra, dein Wurzelchakra, Muladhara, im Sanskrit übersetzt als Wurzel und Stütze. Es ist das erste und wesentliche Hauptchakra deines Körpers und befindet sich am Damm, zwischen deinem Genital und dem Anus, sowie deinem Steißbein. Seine Resonanzfarbe ist rot. Und es steht zum physischen Körper und Ätherkörper, bildet eine wichtige Basis für die Entwicklung des gesamten Chakrensystems und der spirituellen Evolution. Sein Element ist die Erde. Lass nun deinen Atem ganz bewusst in dein Wurzelchakra hinein strömen und fließen. Wecke, aktiviere und nähre es mit jeder Einatmung in dein Wurzelchakra.
beobachtest ganz aufmerksam, was passiert hier. Währenddem du dein Wurzelchakra wächst, aktivierst und nährst, mit jeder Einatmung mehr und mehr. Vielleicht nimmst du rotes Licht wahr. Vielleicht nimmst du dein Wurzelchakra, wie es schwingt und dreht wahr. Vielleicht kommen Gefühle oder Gedanken auf. Was es auch ist, lass es kommen, aber auch wieder gehen. Die Themen des Wurzelchakras sind Vitalität, Lebenskraft und Überleben, Körperlichkeit, im Leben stehen und Erdung, Sicherheit, Urvertrauen und Urinstinkt, Verbindung zu allem Irdischen, Beziehung zur materiellen Ebene des Lebens, Geld, Macht, Karriere. Stabilität und innere Stärke, Bodenhaftung. Sollten hier Gefühle, Ängste auftauchen, Überlebensangst, vielleicht verspürst du Angst vor Veränderungen. Vielleicht hast du Angst durch mangelnde Zugehörigkeit in deiner Familie, deinem Stamm. Vielleicht hast du Angst davor, im Körper zu sein. Lass auch diese Gefühle kommen, aber lass sie wieder weiterziehen. Ganz aufmerksam in deiner Wurzelchakra-Meditation. Beobachten und wahrnehmen, was durch die Nährung und Aktivierung deines Wurzelchakras mit deinem Atem gerade passiert. Was kommt und was geht. Die Aufgabe des Wurzelchakras ist die Verbindung mit dem physischen Körper, der physischen Welt, den Energien der Erde und bestimmt generell deine Beziehung zur materiellen Ebene des Lebens. Das Hauptthema des Wurzelchakras ist Sicherheit und Stabilität. Und gerade weil es das erste und unterste Chakra ist von enormer Bedeutung. Das Wurzelchakra ist die Grundlage und Basis für dein Dasein, deine Evolution als Seele in deinem Körper. Es ist die Brücke zur körperlichen Welt, das Einlassen deiner Seele auf die Erfahrung des Inkarniertseins. Es ermöglicht es dir, dem Leben angstfrei zu begegnen, mit dem Fluss des Lebens zu fließen und dich wirklich auf die Erfahrungen einzulassen, durch die deine Seele wachsen kann. Du stehst in tiefer Verbindung mit deinen Urinstinkten. Du bist in Sicherheit und Geborgenheit, gewärmt und in Schutz. Du gehörst dazu. Du bist in tiefster Verbindung mit deinem Körper, in tiefster Verbindung mit deinem Leben. Du stehst stabil und geborgen. In deinem Leben. Nimm wahr,
wie sich diese Gefühle aus deinem Wurzelchakra heraus ausdehnen. In jede einzelne Zelle deines Körpers, deines Wesens. Geborgenheit und Sicherheit, Lebenskraft und Urvertrauen. Zutiefst verbunden mit dir selbst und deinem Körper, deinem Leben. Mit jeder Einatmung dehnt sich dieses Gefühl über dein Wurzelchakra aus. Was nimmst du wahr? Du strahlst eine lebensbejahende innere Haltung aus. Bist geerdet. Hast tiefe und persönliche Verbindung zur Erde und ihren Bewohnern. Du stehst mit beiden Beinen im Leben. Erlaube es dir, die Stabilität und Sicherheit zu genießen. Unabhängig von den wechselhaften und unsicheren äußeren Umständen. Du bist zutiefst verbunden mit deinem Lebensfluss, mit deinem Leben, mit deinem Körper, dir selbst und dem Hier und Jetzt. Voller Geborgenheit und Vertrauen. Zutiefst verbunden mit deinem Leben. Mit jeder Einatmung wächst, aktivierst und nährst du dein Wurzelchakra in deiner Chakra-Meditation. Ganz aufmerksam beobachtest du, ganz und gar, bei deiner Chakra-Meditation, bei deinem Atem. Mit jeder Einatmung nährst du dein Wurzelchakra mehr und mehr. Beobachte gut. Was nimmst du wahr? Ganz aufmerksam in deiner Wurzelchakra-Meditation.
Mit jeder Einatmung nährst du dein Wurzelchakra mehr und mehr. Ganz aufmerksam in deiner Wurzelchakra-Meditation. Mit jeder Einatmung nährst du dein Wurzelchakra mehr und mehr. Beobachte gut. Was nimmst du wahr? Beobachte es ganz aufmerksam, was passiert hier, währenddem du dein Wurzelchakra wächst, aktivierst und nährst, mit jeder Einatmung mehr und mehr. Was nimmst du wahr? Ganz aufmerksam in deiner Wurzelchakra-Meditation.
Verweile ruhig noch etwas in deiner Auszeit, in deiner Chakra-Meditation, dein Wurzelchakra. Wecken, aktivieren und nähren. Ich verabschiede mich nun von dir und danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit für dich genommen hast und ich dich dabei unterstützen durfte. Abonniere doch meinen Kanal als Wertschätzung meiner Arbeit oder spende etwas und unterstütze meine Arbeit so. Weitere Informationen findest du auf meiner Website thegoldendrop.me. Alles Liebe, deine Juli, The Golden Drop, die Achtsamkeitsschule in Zürich. Namaste.